Ich habe in den letzten Tagen viele, auch in den letzten Stunden, viele Ratschläge erhalten. Sei doch nicht so ungeduldig, nicht so ehrgeizig, nicht so überambitioniert. Zieh doch zurück, du hast doch sowieso keine Chance. Und vor allem, du hast noch so viel Zeit. Aber liebe Freundinnen und Freunde, da frage ich mich, ist das die Haltung, mit der wir in der CDU die Dinge angehen? Hätten wir die deutsche Wiedervereinigung erlebt, wenn im richtigen Moment nicht jemand zugepackt hätte, wenn es keine Ideen und Ambitionen gegeben hätte? Gäbe es das vereinte Europa, die EU der 28, wenn alle nur geduldig gewartet hätten? Hätten Konrad Adenauer und Helmut Kohl und viele, viele andere gesagt, wir haben noch so viel Zeit, nur etwas Geduld. Hätte es die große Volkspartei CDU je gegeben? Und weil Angela Merkel es erwähnte, hätten wir vor 18 Jahren die Spendenaffäre überstanden, wenn nicht eine mutig auch dann zur Tat geschritten wäre, vorangegangen wäre. Die Antwort ist doch klar, damals wie heute. Eine gute Zukunft braucht Ambitionen, eine gute Zukunft braucht Tatendrang und ja, sie braucht manchmal auch Ungeduld. Dinge nicht aufschieben, sondern anpacken. Dinge nicht aufschieben, sondern anpacken. Kämpfen, besser machen. Davon wünsche ich mir wieder mehr in der CDU. Und das ist doch eigentlich in unserer DNA als christliche Demokraten. Und klar, dann kommt auch die Frage nach dem Warum. Warum bin ich politisch aktiv geworden? Warum ist jede von Ihnen politisch aktiv geworden? Jeder von Ihnen, von uns, ist irgendwann mal in die CDU eingetreten, in die Junge Union, hat zum ersten Mal kandidiert für den Stadtrat, für den Kreistag. Es gibt in diesem Saal tausend und eine Geschichten zu diesem Warum. Im Kern ist es aber ein einziger Grund. Es ist uns nicht egal. Es ist uns nicht egal, wie es unseren Familien und Freunden geht. Es ist uns nicht egal, wie es in unseren Städten aussieht. Es ist uns nicht egal, wie unser Land und Europa sich entwickeln. Wir wollen das große Versprechen der Bundesrepublik, dass es den nächsten Generationen noch besser gehen soll. Das wollen wir halten. Es ist uns nicht egal. Es ist mir nicht egal. Darum geht's. Dafür trete ich an und genau das ist es, was uns antreibt, diese Zukunft aktiv zu gestalten. Und was wir da brauchen, liebe Freunde und Freunde, ist kein Weiter-so. Wir brauchen auch kein Zurück in die Vergangenheit. Was wir brauchen, ist eine Idee für die Zukunft. Ein Perspektivwechsel. Und ich frage Sie, wie soll Deutschland 2040 aussehen? Denn der Grundstein dafür wird heute gelegt. Ja, 2030, 2040, das klingt weit weg. Aber die Wahrheit ist, wir können nicht noch 3, 5 Jahre warten, bevor wir anfangen, diese Zukunft zu gestalten, denn das geht dann ganz schnell. Und ich kann Ihnen sagen, ich will 2040 in einem Land leben mit einer starken Wirtschaft, das weiß, dass das Erwirtschaften kommt, dass die Arbeiter und Angestellten im Blick hat, dass die Mitte wirklich entlastet und dem wirklich der Satz gilt, Leistung muss sich lohnen, es muss einen Unterschied machen. Wer morgens aufsteht, zur Arbeit geht, sich um die Kinder kümmert und den Laden am Laufen hält und wer das nicht tut. Und genau das ist der Unterschied, den wir als christlich-demokratische Union immer gemacht haben. Ich will 2040 in einem Land leben, das sich wieder große Ziele setzt, dass wir digital Weltmeister werden, dass wir Krebs besiegen und Lust auf Innovation und Forschung haben. Ich will 2040 in einem sicheren Land leben, das keine Kompromisse bei Sicherheit und Ordnung macht, weil nur das unsere freie und offene Art zu leben uns erhält. Dass wir ohne Wenn und Aber hinter unserer Polizei, unseren Soldaten, unseren Gerichten stehen, das gehört zu unserer DNA
der CDU. Nur wenn wir Recht durchsetzen, erhalten wir das Vertrauen in unsere Partei und in unseren Staat. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen und dieses Vertrauen wollen wir zurückgewinnen. Ich will 2040 in einem Land leben mit einem funktionierenden Gemeinwesen, wo Brücken nicht bröckeln und wo von Flughäfen tatsächlich auch Flugzeuge abheben. Deutschland muss doch in der Lage sein, liebe Freunde und Freunde, Wohnungen zu bauen. Und ja, auch 5G bis an jede Milchkanne und in jedes Zugabteil schaffen wir doch, wenn wir es wollen. Das ist doch keine Raketenwissenschaft, liebe Freunde und Freunde. Anpacken, dann erreichen wir das auch für unser ganzes Land. Und ich will 2040 in einem starken, geeinten Europa leben, wo wir nicht mit der Brechstange versucht haben, einen europäischen Superstaat zu bilden, denn der würde Europa zerstören. Ich will ein Europa, das sich, seine Bürger, seine Werte schützt, mit einer starken Verteidigungsunion, mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Beim Grenzschutz, dass nicht Schlepper und Schleuser entscheiden, wer Europa, Deutschland, Italien erreicht, sondern dass wir als Europäische Union das tatsächlich an unseren Grenzen entscheiden. Ich möchte, dass wir in ein europäisches Stanford für künstliche Intelligenz investieren. Ich möchte, dass wir Jobs schaffen, Perspektive schaffen für die junge Generation in ganz Europa. Wir wollen Wachstum und Jobs und nicht Arbeitslosigkeit umfinanzieren in Europa. Und das ist unser Unterschied zu den anderen. Und ich will 2040 in einem Land leben, das einen modernen Patriotismus, ein selbstbewusstes Wir-Gefühl gefunden hat. Ein Deutschland, das zusammenhält. Ein Patriotismus, der einlädt zum Mitmachen, der nicht ausgrenzt. Wo jeder, der unsere Werte teilt, der mit anpacken möchte, der die Zukunft dieses unseres Landes mitgestalten möchte, herzlich willkommen ist. Und ich möchte in einem Land leben, wo wir auch selbstbewusst zu diesen Werten stehen. Denn seit ich in der CDU bin, in den letzten gut 20 Jahren, ist dieses Land viel freier, viel gelassener geworden. Wir haben Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, ja auch den Schutz und die Rechte von Minderheiten, unser Bild von der Menschenwürde wertzuschätzen gelernt. Ich möchte, dass wir das erhalten und verteidigen, heute und in Zukunft. Und genau diese Frage treibt mich um, wie wir diese Freiheit erhalten. Das ist das, was mich wirklich am meisten mit beschäftigt. Denn diese Freiheit ist unter Druck. Sie ist unter Druck von linken Moralisten, die grenzenlose Toleranz predigen und doch am Ende das Gegenteil damit erreichen. Sie ist unter Druck. Sie ist unter Druck von rechten Radikalen, die von Volkswillen reden und in Wahrheit jede Vielfalt hassen. Und sie ist unter Druck von religiösen Fundamentalisten, die uns allen ihre Ideologie und Verblendung mit Gewalt aufzwingen wollen. Liebe Freunde und Freunde, ich will, dass wir unsere Freiheit verteidigen gegen alle Feinde der Freiheit, heute und in Zukunft, jeden Tag. Dafür steht die Christlich-Demokratische Union. Und ich stehe nicht, weil mir irgendjemand vorher versprochen hätte, dass sie mich auf jeden Fall wählen. Und ja, auch ich lese Umfragen. Aber ich kann Ihnen sagen, es fühlt sich richtig an, hier zu stehen. Ich laufe nicht weg, wenn es eng wird. Ich laufe nicht weg, wenn es eng wird. Ich bin auch bereit, gegen den Strom zu schwimmen, wenn es meiner festen Überzeugung entspricht. Ich will, dass wir Christdemokraten wieder mehr Mut haben. Mut zur Debatte, Mut zur Meinungsvielfalt, Mut auch dazu, mal unterschiedliche Überzeugungen auszuhalten. Das war der Grund, warum ich bereits 2008 in einer Rentendebatte darauf hingewiesen habe,
dass es nicht nur darum geht, das für heute und für die Gegenwart zu gestalten, sondern dass es darum geht, dass das Ganze auch in 10, in 20 Jahren noch funktionieren muss, dass wir immer auch im Blick haben müssen, wir als christliche Demokraten sowieso mehr als alle anderen, was das für nachfolgende Generationen bedeutet. Das war der Grund, warum ich seit 2015 immer wieder auch die Diskussion in der Frage um Migration und Integration gesucht habe. Weil ich finde, das sind Themen, die müssen diskutiert werden, mit allen Aspekten, mit allen Blickwinkeln und ja, manchmal auch kontrovers. Und ja, ich weiß, es war übrigens auch der Grund, ja, 2016 hier auf diesem Parteitag, warum ich bei der Debatte zum Doppelpass meine Position eingenommen habe. Und ja, ich weiß, manchmal wird das als Provokation empfunden. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wörtlich heißt Provokation, wörtlich übersetzt eigentlich etwas, was da ist, hervorholen. Und ich finde es einfach wichtig, dass die Themen auf den Tisch kommen. Wir müssen doch über die Positionen reden, über die Probleme reden, wie sie sind, die Debatten breit führen, weil nur durch eine gute, breit geführte Debatte wir am Ende zu einem guten, verlässlichen Ergebnis kommen. Alles muss auf den Tisch und dann gibt es am Ende auch gute Ergebnisse. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es hat uns, es hat der Partei, den Mitgliedern noch gut getan, dass da drei Bewerber unterwegs waren. Dass wir die Regionalkonferenzen, hatten, wo tausende Mitglieder mit uns diskutiert haben und sich persönlich ein Bild gemacht haben. Und zu jeder Debatte, auch dafür habe ich immer geworben, ja, zu jeder Debatte gehört dann auch eine Entscheidung. Und die wird es heute hier geben. Und der stelle ich mich. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich will 2040 in einem Land leben, das auch noch von der Volkspartei CDU regiert wird. Da war Applaus vorgesehen. Aber damit das gelingt, dass wir auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch regieren, dann müssen wir auch ein paar Dinge bei uns in der Partei ändern. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wir haben aktuell mehr Mitglieder über 75 Jahren als unter 40 Jahren. Und in so einer Partei ist man dann vielleicht mit 38 auch noch blutjung. Ja, das mag sein. Und damit das nicht falsch verstanden wird, ich freue mich über jedes Mitglied über 75. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen halt auch ein paar mehr unter 40, ein paar mehr Jüngere, wenn wir die Zukunft dieses Landes gestalten wollen. Und wir müssen auch attraktiv sein für die. Und ich glaube, wir brauchen auch in der Partei Lust auf Debatte auf unserem Parteitag und übrigens nicht nur hier auf dem Bundesparteitag, auch in den Ortsparteitagen. Es kann doch nicht richtig sein, dass wir häufig mehr Zeit für Formalien und für Wahlen brauchen, auf allen Ebenen, als für die inhaltliche Diskussion. Denken Sie doch mal an den letzten Parteitag bei Ihnen vor Ort. War der so, dass Sie als Neumitglied sagen würden, jo, da muss ich wieder hin? Ja, bei Ihnen bestimmt, aber ansonsten ist es ja schon so, dass da mehr geht. Und deswegen lassen Sie uns auch drüber reden. Und schauen, wie wir unsere Parteiarbeit wieder einfacher, leichter, ja, an vielen Stellen auch digitaler, aber vor allem auch debattierfreudiger machen. Wo nicht jeder Ortsvorsitzende das Gefühl haben muss, schon mit einem Bein vor dem Parteigericht zu stehen, nur wenn er Delegiertenwahlen abhält. Wir kommen doch mittlerweile um von vor Formalia an vielen Stellen und haben gar keine Zeit und gar keinen Kopf mehr für die inhaltlichen Debatten. Und das fängt schon vor Ort an. Und ich finde, auch der Teil muss einmal überarbeitet werden. Und, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe in den letzten Wochen viel gelernt. Über mich,
und über unsere Partei. Und ja, zu meiner eigenen Überraschung, ich bin etwas gelassener geworden in den letzten Wochen. Und auch fokussierter. Und in der Partei, da war doch was zu spüren. Ob in Halle, in Düsseldorf, in Böblingen oder in Lübeck. Wir alle haben doch da gespürt, wir sind Teil von etwas Ganzem, von etwas Größerem. Die Idee der Christlich-Demokratischen Union, die ist größer als jede und jeder Einzelne von uns. Die ist größer, als wir drei Bewerber es sind. Die ist größer, als wir alle zusammen hier sind. Und ich finde, liebe Freundinnen und Freunde, in Momenten an Tagen wie diesen spüren wir das doch. Das ist der Geist der Christlich-Demokratischen Union, der in den letzten 70 Jahren dieses Land maßgeblich mitgeprägt hat. Und genau das ist unser Anspruch auch für die nächsten Jahre, mit diesem Geist dieses Land zu prägen. Wir haben die Fenster weit aufgerissen in den letzten Wochen. Wir haben wieder debattiert und um Ideen gerungen. Wir haben Deutschland und vielleicht auch manchmal uns selbst zum Staunen gebracht. Da ist ein neuer Geist in der CDU zu spüren, hier in Hamburg und im ganzen Land. Und egal, wie das heute ausgeht, liebe Freundinnen und Freunde, das Wichtigste ab morgen ist, lasst uns diesen gemeinsamen Geist, auch diese Freude an der Debatte bewahren. Das heute hier darf kein Endpunkt sein, das muss ein Startpunkt sein für mehr Debatte und Mitmachen in der Christlich-Demokratischen Union. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, ein bequemer Parteivorsitzender zu sein. Wie hat Annegret gerade gesagt, ja, auch ich bin, wie ich bin. Und ich werde auch in Zukunft manche Debatte anstoßen, wo dann morgens Ihr Nachbar Sie anspricht, was ist denn das nun wieder? Und eine Debatte über einen Gartenzaun losgeht. Aber eines kann ich Ihnen versprechen. Von der ersten Sekunde an möchte ich für Sie, für diese großartige Partei, und für unser Land kämpfen, mit aller Kraft, jeden Tag, jede Minute, heute und in Zukunft. Dafür bin ich mal in die CDU eingetreten, weil es mir nicht egal ist, weil es uns nicht egal ist. Und deswegen kämpfen wir gemeinsam. Und ja, ich verspreche Ihnen auch und vor allem dann mit Ihnen zu kämpfen, wenn es schwierig wird. Wenn der Wind von vorne kommt. Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde sagen, was ich denke, dazu stehen und trotzdem nie, nie, nie einem besseren Argument mich verschließen. Und ich wünsche mir, dass Sie alle dasselbe tun. Denn diese Haltung hat die CDU immer stark gemacht. Mutig vorangehen, Debatten führen, Gegenwind aushalten. Wir brauchen nicht den Applaus der Berliner Blase. Wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, denn wir sind die einzig verbliebene Volkspartei hier bei uns in Deutschland. Und liebe Freunde und Freunde, der erste Schritt dafür ist in den letzten Wochen gemacht. Für einen echten Neustart. Lassen Sie uns jetzt auch den zweiten Schritt gehen. Mit Mut, mit Kraft, mit Zuversicht. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.